Herzlich willkommen zur neuen Runde von League of Legends. Mein Name ist Corsti und ich gehe heute mit euch auf die Top-Lane. Wenn du die letzten Games geguckt hast, nein, normalerweise verliere ich nicht nur. Aber das waren halt eben wirklich Champs, die ich jeweils zum ersten Mal gespielt habe. Deswegen war das jetzt nicht so prickelnd. Aber deswegen... deswegen habe ich jetzt auch hier mein Affen gepickt, weil es ja mein Main auf der Top Lane ist. Damit ich mal wieder einen verdienten Sieg auf dem Konto habe. Ja, witzigerweise, es war weder Garen noch Darius gebannt und ich muss gegen keinen ran. Ich muss gegen eine Irelia ran. Gegen einen gegen Pantheon rum? Mit Heal? Weiß es gar nicht. Jetzt wollte ich gerade mal wegsortieren, aber kann ich gar nicht. Ich glaube kaum, dass ich gegen Leona auf Toplane ran muss. Wäre amüsant, das wollte ich selber mal probieren, aber... naja. Jo, und... ja, ist so schön, jeder fängt mal klein an. Deswegen, ich begrüße nun meinen allerersten Abonnenten. Yay! Ich hoffe, das war auch wirklich Absicht und nicht also aus Versehen, oh, falsch geklickt. Und dann auch, lassen wir mal. Nee, das ist... da freue ich mich wirklich drüber, auch wenn es ein bisschen peinlich ist, dass ich meinen ersten Abonnenten esse. Aber ich feiere ihn trotzdem. Ja, und ich bin mal gespannt, gegen wir jetzt hier... wirklich Pantheon mit hier. Wahnsinn. Stell es auf die Probe. Ich könnte nicht mehr sogar krallen. Dann sterbe ich wahrscheinlich. Der blockt wirklich nur einen Auto-Attack, okay. Don't fuck with me. Darauf habe ich gewartet.
Lieber hole ich mir jetzt noch ein bisschen Equipment. Die Pickaxe zum Beispiel. Und Schuhe. Noch ein Wort. Zeig mir eine echte Herausforderung. Kann ich immer auch laufen oder? Ja. Ein Free ist dann am Tower. Hat er sich geholt? Gut. Immerhin. Ruhe keine Sekunde. So schnell geht das, ne? So. Jetzt auch ziemlich mutig von mir, dass ich da so einfach so wollte, rein bin. Und die Mission, weil der Fisch jetzt gekommen, sehe ich es alt aus. Der hat mich gestunt und der Fisch hat mich niedergemacht. Aber, ja, selbst schuld. Es ist halt eben, das ist der Unterschied zwischen einem Champion, den ich kenne, und Champion, den ich nicht kenne. Bei meinem tollen Wukong hier habe ich ganz genau gewusst, wie viel Schaden er macht, dass ich ihn definitiv killen werde. Ich hätte eigentlich gar nicht flashen müssen. Ah, ich hätte nochmal die Q machen sollen. Kurz vor Tower Range nochmal Q und dann... Das war halt ein bisschen dumm. Ja, ich gebe es zu, das war ein bisschen dumm. Ich hätte
hätten es immer noch abreißen können. Kann ich wieder hochlaufen? Kann ich hochlaufen? Ja, aber jetzt hat es halt eben echt einen Unterschied. Entschuldigung. Zwischen Champion nehme ich halt eben kennen. Nee, nicht kennen. Das macht halt eben Neo Fletchens dann rein. Wird nicht geblockt, die Q ist er schon, okay. Also muss ich doch erst immer einen Auto-Tag dazwischen machen. Gesagt. Don't mess with a monkey. Das war aber echt sehr mutig von Fisch jetzt da nochmal reinzugehen. Klar, dass er nichts reißt. Aber naja, ich freue mich. Nächsten Kill, Tower, läuft. Das ist nicht gut. Mein Platz ist an der Spitze. Mein Fehler. Ich wollte gerade pingen. Wer stellt mein Können in Frage? Hey, wo ist der Pantheon hin? Ein Verwundeter wurde getötet. Jeder Fehler ist eine Lehre. Dazu. Ja, das ist Last Hit
Kann ich auch noch nicht. Allerdings ist es bei mir auch gerade noch sehr früh. Gut, wird mir verziehen, dass ich noch nicht perfekt aussehen kann. Mein Tor. Ruhe keine Sekunde. Ein Gegner wurde getötet. Jeder Fehler ist eine Lehre. Ein Gegner wurde getötet. Genau. Dieser Brand hat keinen Schaden. Lol. Wer stellt mein Können in Frage? Euer Team hat einen Turm zerstört. Ruhe keine Sekunde. Euer Team hat. Und bleibst halt eben sitzen, da stehen in der Ohren. Kann ich sofort kommen hindern, aber nicht daran, dir Schaden zuzufügen. Ah, das ist immer schön, wieder mein Main zu spielen. Und es ist schön, dass die mir das nicht verderben, indem sie irgendwie einen Tank picken. Gegen Tanks habe ich immer noch nicht die beste Strategie gefunden. Die verderben. Ich komme auch. Blutrausch. Hallo. Ach, fuck it. Geht er eigentlich dann schon AT, oder? Oh, okay. So. Jetzt habe ich meine Hydro. Was ist eigentlich das andere?
als die Titanium Hydra. Die macht nur vorne. Genau. Okay. Ein Verbündeter wurde getötet. Wer stellt mein Können in Frage? Ich komme. Ein Verbündeter wurde getötet. Da kann man doch jetzt sagen, das war ganz ordentlich, oder? Keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich genau geschafft habe. Aber rein theoretisch habe ich jetzt Fehlort gekillt, richtig? Tötung. Kein, hier ist zu lang her. Aber rein theoretisch, ich habe die A gekillt. Ich habe Brand gekillt und ich habe die anderen zwei, ja. Das war eine inoffizielle Vierfachtöte. Mein Platz ist an der Spitze. Jetzt mir noch was gekillt, weil ich die verkehrt rum hatte. Alter, der lebt schon wieder. Der Fisch mich verarschen. Leute. Okay. Also. So sieht's aus, wie ich, wenn ich meine Main-Position mit meinem Main-Champion spiele. Also für die, die halt in den AC-Game, glaube ich, irgendwie umgeflamed haben, weil ich so scheiße bin und sowas. Also so spiele ich nochmal, nicht wenn ich das erste Mal ein Champion spiele. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal und, wie gesagt, mein Abonnent, wenn du das siehst, schöne Grüße an dich.